Das gibt's doch nicht. Schon der dritte Planet hier mit Wasser und Inseln. So. So. Hallo Leute, Raditz hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, wir wollten ja weiterfliegen. Dann machen wir das auch. So, einen Planeten haben wir schon. Eins von sechs. So, dann schaue ich doch mal, welcher hier in der Nähe ist. Was ist das denn für ein Planet? Wow, der sieht schon geil aus. Mal sehen, hier. Da haben wir einen. Der nennt sich, ganz schwieriges Wort, Hyugawazama. Dann fliege ich mal dahin. Also erkennen tue ich erstmal gar nichts. Ich weiß noch nicht, was das für ein Planet ist. Aha, Wasser. Oder? Sieht ziemlich nach Wasser aus. Ja, doch. Könnte man jetzt sagen. Ja, doch, Wasser. Ja. Eindeutig. Ziemlich viel Wasser. Schon wieder so ein Planet mit Inseln. Ja, da haben wir eine Stelle gefunden. Hey, wo ist denn das? Wieder versteckt irgendwo im Boden. So. Saurer Regen. Okay. Aha, hier ist ja gar nichts. Toll. Was für ein kleiner Speicherpunkt. Sonst ist hier nichts. Oh! Eine Handelsstation. Cool. Wenigstens etwas. Was bist du? Irgend so eine Pilzart wahrscheinlich. Ja, dann schauen wir doch mal. Oh, das kann ich scannen. Da ist ein Monolith. Was kann ich denn verkaufen überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Hier, dieses Geek-Amulett. Das kann ich verkaufen. Ja, diese Kreditplatte, die kann ich eigentlich auch wegmachen. Sonst? Ja, das war's. Hä? Irgendwas, hier war so ein Sound. Der sagt mir, irgendwas Wichtiges ist hier in der Nähe. Auf jeden Fall. Naja, normalerweise wollte ich jetzt die blaue Pflanze da scannen. Aber es hat nicht funktioniert. Aha, dies kann ich aber scannen. So. Was ist das hier? Eine Art Strand? Feiner Sand. Ich
Geh mal eben kurz gucken, wo der hier dieser Stein da rumhängt. Relevant. Bereits bekannt. Okay, ich glaube, wir gehen wieder mal zum Schiff. Was ist das hier? Gold. Ist noch ein Monolithenstein. Was ist das hier für ein Haufen? Kackhaufen. Stäbchen. Kann man auch scannen. Diese Pflanze hier. Hallo? Wieso kann ich dich nicht scannen? So. Da ist ein Monolithenstein. Den wollte ich haben. Erlauben. Jetzt ab wieder zum Schiffchen. Nach Hause. Also der Planet ist jetzt irgendwie nicht so mega spektakulär. Ich wollte mal eben gleich in so eine Höhle reingehen, um zu schauen, vielleicht ist da irgendwas Verstecktes. Dann haben wir das jetzt. Oh, Plutonium geht echt langsam zu Ende, da muss ich jetzt ein bisschen sammeln. So, eine Höhle. Wo finde ich eine Höhle? Ich glaube, hier ist es nicht so einfach. Hier sind nur Inseln. Kleine Inseln. Ja, relativ kleine Inseln. Oh, ich glaube, das könnte eine Höhle sein. Nee, es ist nicht. Oder? Hier? Ja, ich glaube, hier ist eine Höhle. Da sind aber ganz schön viele Monolithensteine. Und Gold. Gold kann man immer gut gebrauchen. Alles schön mitnehmen. Ich habe gesagt, alles. Jetzt geht's wieder. Zwei Steine nebeneinander. Das ist gut. Das ist sehr gut. Geologisch. Und wertvoll. Mein Gott, hier sind aber viele Monolithensteine. Das finde ich gut. Dann lernen wir dann endlich die Sprache der Korvax besser kennen. So, Mission.
beginnen. Da war noch eins. Moment. Ich glaube, der ist auch neu. Schiff. Und Plutonium haben wir hier sogar. Also alles, was man haben will. Aber ich finde, die Waffe ist echt geil. Schau mal, wie lange ich damit abbauen kann, ohne dass die überhitzt. Das finde ich echt cool. Mein Gott, hier sind wieder irgendwelche Monolithensteine. Ups. Und die Waffe haben wir ja noch gar nicht so richtig aufgetuned, ne? Also eigentlich gar nicht aufgetuned. Aha, ich glaube, der ist neu. Riesenpilz. So, Wirt. Der sieht echt aus wie so eine Rakete irgendwie. Voll lustig. No! No! Da war noch ein Stein. Dich habe ich schon. Was ist das? Aluminium, oder? Aluminium, tatsächlich. Ich guck mal eben. Aluminium haben wir voll. Filtert. Filtern. Hier Plutonium. Brauchen wir immer für unsere Startvorrichtung, für unser Schiff. Immer ganz wichtig. So. Ja, so ist es. Das ist auch neu. Dann lass mal wieder zum Schiff. Und abhauen. Den Stein nehme ich noch mit. So. Was ist das? Wie viele Tiere gibt es hier eigentlich? Oh, gar keine. Ich habe mich schon gewundert, wieso ich hier keine Tiere sehe. So, einmal speichern. Und los geht's zum nächsten Planeten. Zwei von sechs haben wir jetzt durch. So, war ich hier schon? Hallo? Ja, da war ich schon. Mal sehen. So, das ist entfernt 990 KS. Keine Ahnung, Kilometer oder ich weiß nicht, was es heißt. Das ist viel weiter weg. Was haben wir hier noch? Okay, ich glaube... Ups. 900... Ja, ich glaube, wir fliegen nach... Baichelat Tilak.
Ich sehe hier wieder Wasser und ja, so eine Art Inseln. Das gibt's noch nicht. Schon der dritte Planet hier mit Wasser und Inseln. Das ist schon beeindruckend. Moment, Moment, Moment. Oh, ups, feindliches Scan. Wo seid ihr denn? Ja, wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Kommt schon, Leute. Ja, da seid ihr. Okay, ich bin bereit. Dann lasst uns noch mal kämpfen. So. Was? Wow, bevor die ankamen, sind die schon alle weg. Okay, dann ich mach mal eben hier Emeril, Aronium, so, damit ich die Dinger hier aufsammeln kann. Den Loot von den Schiffen. So, Aluminium. Gold. Nein, kein Platz wahrscheinlich. Aluminium. Okay. So, Gold haben wir hier. So, das kann ich wieder ins Schiff setzen. Emeril kann ich ins Schiff. Moment, Moment. Gold. So, mal schauen. Ich glaube, ich hatte Emeril und Gold, ne? Nee, Quatsch. Gold habe ich hier schon. Ich hatte Emeril und Aluminium. Weggetan. So, Aluminium und hier noch ein Stack. So. Okay, ja, dann haben wir das schon mal geschafft. Der Kampf war jetzt nicht so spektakulär. Ich wollte... Was? 11 Stunden? Ich wollte dahin. Okay. Verlassenes Gebäude. Ich komme. Okay, Biom, nass, Wächter, bedrohlich. Uhu. Flora unzureichend. Was? Moment, Moment. Jetzt kriegst du aber was hier auf die Mütze. Du kleiner Wicht. So. Neutrino-Modul. Okay. Aha. Deswegen ist hier die Wächter-Alarmstufe so hoch, weil anscheinend... Was? Anscheinend gibt es hier was zu holen. Deswegen sind die hier so schön alarmiert. Okay, dann... wir haben hier wieder mal die Gravizinobelle. Ups, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Ich verstecke mich hier mal eben. So. Der sieht mich nicht. Okay. So lang kann ich hier schon mal ein bisschen scannen. So. Oh, der ist ganz schön in der Nähe. So, jetzt mach ich dich aber kaputt hier. So, du bist schon mal weg. Einer weniger. Ups, Moment. Hä? Ich treffe den gar nicht. Naja, egal. Was soll's? Ich gehe einfach rein. Ja,
Ich würde sagen, wir hören hier ein. Was war das? Ich würde sagen, wir hören hier an der Stelle auf und ja, ich hoffe, so der war das. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch einen schönen Tag und sag bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.